Herzlich willkommen zur Industrie Forward Expo. Mein Name ist Christian Filsbeck von Publish Industry und die nächsten 30 Minuten haben wir ein sehr cooles Thema, und zwar geht es um IO-Link Wireless. So geht kabellose Automatisierung in der Industrie. Wie das funktioniert, das erzählt uns gleich mein heutiger Gast. Ich begrüße ganz herzlich den Michael Zalecker. Er ist Product Manager bei Balluf. Hallo Michael, schön, dass du dabei bist. Hallo, vielen Dank, dass ich heute zu dem Thema was sagen darf. So, ich würde sagen, ich ziehe mich diskret zurück. Michael, die Bühne gehört dir. Leg gerne los. Vielen Dank für die Einleitung. Und dann werde ich mal anfangen. Und das Thema ist IO-Link Wireless. Und bei den ganzen Wireless-Technologien, die es mittlerweile gibt, da stellt sich ja immer die Frage, was ist einsetzbar, wie ist die Nutzbarkeit und was kann man denn damit machen? Und ich will jetzt einfach heute ein bisschen was zur IO-Link Wireless im Allgemeinen über die Technologie sagen. Dann noch, was gibt's an Produkten für dieses System, und ein paar Anwendungsbeispiele, was man damit machen kann, um auch mal so in der Praxis zu zeigen, wo kann denn die Reise hingehen und was kann man machen. Und dann lege ich mal los. So ein kleiner Overview über Technologiefakten. Was kann denn das System? Als erstes, Zykluszeit ist 5 Millisekunden bei 1 Byte Übertragungs- oder Datenübertragungsrate pro Gerät. Die Reichweite ist 10 bis 20 Meter im industriellen Umfeld. Dazu ist zu sagen, dass die 20 Meter nur erreicht werden können, wenn man einen Single-Track-Master hat, also nur eine Antenne im Einsatz. Alle anderen Geräte, die mehr wie eine Antenne haben, sind auf die 10 Meter begrenzt. Das hat was mit dem Standard zu tun und mit der Sendeleistung einfach. Zur Qualität ist zu sagen, dass wir eine Paketdatenfehlerrate haben von 10 hoch minus 9, was sehr gut ist für ein drahtloses Übertragungssystem. Die Übertragung wird über 2,4 GHz ISM-Frequenzband realisiert und wir haben eine sehr hohe Skalierbarkeit. Der Standard hat definiert, dass wir hier beim Maximalausbau 40 Devices an einem 5-Track-Master verbinden können, was sehr viel ist und deutlich mehr wie bei einem Standard Wired Master. Hier nochmal eine Zusammenfassung der Vorteile von IO-Link Wireless. IO-Link Wireless nutzt die Vorteile und Funktionalität von IO-Link und überträgt diese in die Wireless-Welt. Und da haben wir den großen Vorteil, wir sind lizenzfrei, deswegen auch das ISM-Frequenzband 2,4 GHz. Das ist weltweit lizenzfrei nutzbar. Ich muss nur meine Funkzulassung für meine Geräte machen, aber keine weiteren Lizenzen, die der Kunde zahlen muss, wo ich mir freigeben lassen muss. Da ist der große Vorteil, internationaler Standard, kein proprietäres System, überall nutzbar. Es ist schnell und zuverlässig durch die Zykluszeit von 5 Millisekunden und die extrem niedrige Paketdatenfehlerrate. Und die Fehlerrate, was noch ganz wichtig ist, die entspricht einer kabelgebundenen IO-Link-Lösung. Also da hat man die gleiche Paketdatenfehlerrate wie bei IO-Link Wireless. Und das System ist sehr flexibel. Es ist einfach zu erweitern. Also ein bisheriges bestehendes IO-Link-System kann um die Komponente IO-Link Wireless relativ einfach erweitert werden, da alle Einrichtungsschritte und die Kompatibilität mit den bisherigen Systemen gegeben ist. Und somit ist es relativ einfach aufzusetzen, in Betrieb zu nehmen und auch zum Beispiel für Retrofitting-Lösungen sehr gut geeignet. Ich habe jetzt schon was gesagt zu der Paketdatenfehlerrate und da kommt ja immer die Frage auf, wie komme ich jetzt zu sowas zu sagen und was der Vorteil ist, dieses System ist und wie wir da hinkommen, das wird hier erklärt und das geht über die Frequency Hopping Funktion, die eingebaut ist. Und es ist so, dass jeder Zyklus, wo die Daten übertragen werden, hat innerhalb dieser 5 Millisekunden 3 Subzyklen auf einem
diesem Frequenzband zwischen 2,4 und 2,483 GHz. Das sind insgesamt 80 Channels, wo da benutzt werden und wo zwischen gesprungen wird und diese Subzyklen jeweils auf unterschiedliche Frequenzkanäle verteilt werden. Dadurch, dass wir hier drei Subzyklen haben, reduzieren wir die Paketdatenfehlerrate um die Potenz 3. Und das ist also verglichen mit Bluetooth natürlich. Somit kommen wir auf die 10 hoch minus 9, die auch bei einem kabelgebundenen System gegeben ist. Und dadurch ergibt sich eine hohe Flexibilität, weil wir damit belegte Kanäle umgehen. Zum Beispiel, wenn der hier jetzt belegt ist und der hier belegt ist oder irgendwie gestört, dann kommen unsere Daten trotzdem noch über diesen Kanal an und ich habe die Sicherheit, dass meine Daten sicher übertragen werden. Und des Weiteren ist in das System eine Blacklisting-Funktion integriert. Das heißt, dass ich über einen Scan detektieren kann, ob ich belegte Kanäle habe. Und wenn ich belegte Kanäle gefunden habe, dann kann ich die über die Blacklisting-Funktion ausschalten, dass das System nicht mehr versucht, diese Kanäle zu benutzen und habe dann eine weitere Flexibilität und mache mein System fehlerunanfälliger. Und das Hopping, also mit dieser Hopping-Funktion, wechselt das System immer selbstständig die Kanäle und kann somit dann auch belegte Kanäle umgehen und ausschließen. Ja, so viel mal zu der technischen Funktion oder was dieser IO-Link Wireless Standard kann. Und jetzt will ich was dazu sagen, was es für Devices auf dem Markt gibt, was aktuell angeboten wird. Da ist als erstes der Master zu erwähnen. Das ist in dem Fall, was wir hier haben, ist die maximale Ausbaustufe mit 5 Antennen. Das heißt, ich kann bis zu 40 IO-Link-Devices mit diesem einen Master verbinden. Das hier, die Skalierbarkeit wird dann auch durch verschiedene Versionen, die kommen werden in der Zukunft, sagen wir mal Ein-Track-Master, Zwei-Track-Master, wo dann ein bisschen günstiger sind, falls man auch kleinere Systeme aufsetzen will. Aber der Fokus bei uns war jetzt erstmal, dass wir diese maximale Flexibilität dem Kunden bieten können. Dadurch, dass es ein Standard ist und der auch über das IO-Link-Konsortium läuft, sind wir voll funktional mit dem IO-Link-Standard und übertragen diese Daten wireless und kann somit mit jedem Standard IO-Link-Sensor kommunizieren und auch mit Aktoren oder so. Da ist nichts anderes gemacht worden. Die Konfiguration dieses Masters erfolgt wie bei Balluf üblich über den integrierten Webserver, den wir bieten, oder über REST API. Oder wir arbeiten gerade aktuell auch daran, dass wir das Ganze in unser Balluf Engineering Tool noch integrieren und somit die Einrichtung von so einem System noch einfacher macht. Das nächste Produkt, das ich vorstellen will, ist ein Wireless Hub. Es ist auch wie bei einem normalen Networking-Setup, habe ich meinen Master, habe ich meinen Hub und das ist hier der Wireless Hub. Der Wireless Hub wird wie ein normaler Hub über einen M12-Port angeschlossen, der in dem Fall aber nur der Stromversorgung des Hubs dient. Ich kann den Hub, an dem Hub dann, das ist ein 8-Port-Hub, bis zu 12 mit über M12 bis zu 8 Sensoren anschließen und ich habe eine Versorgungsspannung von maximal 350 mA. Auch hier ist es so, das ist ein Device, das heißt, dieses Device hat Prozessdaten von 1 Byte pro 5 Millisekunden und ich kann diesen Hub ganz einfach über einen Pairing-Button mit meinem Master verbinden. Diese Geräte haben alle eine Unique ID
mit denen, also die es dann einfach macht, die Geräte auch, wenn ich jetzt mehrere pairen will, zu identifizieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Hub oder Device oder was auch immer mit dem Master verbunden. Genau. Das nächste und aktuell letzte Gerät, das wir im Portfolio haben, ist eine IO-Link Wireless Bridge. Bei dem Hub war es ja so, dass ich da Standard-IOs anschließen kann und diese dann digital über IO-Link Wireless weiter verarbeiten kann. Bei der Bridge ist es so, die Bridge ist ein Enabler. Ich kann jeglichen IO-Link-Sensor oder Aktor, der aktuell auf dem Markt ist, mit dieser Bridge verbinden und die IO-Link-Daten, die ich von diesem Gerät bekomme, drahtlos über IO-Link Wireless an den Wireless-Master übertragen. Hier ist auch Versorgungsspannung. Das Bild ist jetzt ein bisschen schlecht, weil da sieht man nur den einen Port. Auf der anderen Seite ist auch noch ein M12-Stecker. Also ich komme hier mit meiner Versorgungsleitung rein und komme hier mit der Versorgungsleitung raus oder schließe hier meinen Sensor dann an. Also es geht in line mit dem normalen IO-Link-Sensor. Ist IP67, ist über eine IODD einzubinden ins System, wie von IO-Link gewohnt. Und wir haben auch hier die Prozessdaten von 1 Byte pro 5 Millisekunden. Wenn ich jetzt hier höhere Datenpakete habe, die ich übertragen will, ist es auch kein Problem. Allerdings addiert sich dann meine Zyklungszeit, beziehungsweise wird dann halt bei, sagen wir, bei 2 Byte habe ich 10 Millisekunden, bei 3 Byte 15 Millisekunden und so geht es dann einfach hoch, dass meine Zykluszeit einfach höher wird. So, jetzt habe ich zu den Devices was gesagt und auch immer mal wieder gesagt, wie sowas in ein System eingebunden wird. Und das ist mal so ein Vergleich. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer IO-Link Wireless Lösung und einer normalen kabelgebundenen IO-Link Lösung? Und dazu ist zu sagen, dass Wireless ist nur die Übertragung der Daten nach oben Richtung Master. Also alles, was unten Sensorik oder Aktorik alles ist, das wird genau gleich verkabelt wie bei dem Standardsystem auch. Nur meine Datenübertragungsleitungen, die ich hier habe, die entfallen und ich kann meine Devices flexibel in der Maschine platzieren oder auch an Stellen, wo ich einfach mit der Datenübertragung ein Problem bekomme. Weil meistens ist es ja so, dass wenn ich jetzt in meinem System ein Problem habe, Daten zu übertragen, habe ich trotzdem Strom. Strom bekomme ich eigentlich im Normalfall überall hin und somit ist nur die Datenübertragung hier wireless gelöst. Das ist natürlich in Zukunft, kann man sich da auch Batteriegeräte vorstellen wo dann einfach eine Ladeelektronik drin haben oder eine Intelligenz. Soweit sind wir aber aktuell noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal dieses System so etablieren und testen und natürlich ständig weiterentwickeln. Um diese Skalierbarkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, mal so ein bisschen zu visualisieren, habe ich hier eine Folie, die zeigt, ich kann bis zu 40 Hubs an einem Master anschließen. Das heißt, das sind insgesamt 320 digitale IO-Sensoren, die ich mit einem Master verbinden kann. Das ist natürlich eine riesige Menge. Und viel mehr, wie ich mit einem normalen 16-Port- oder 8-Port-Master verbinden kann. Und als nächstes habe ich jetzt ein kleines Video mitgebracht, wo einfach mal zeigen soll, wo kann ich denn in einer automatisierten Fabrik oder Anlage solche Systeme einsetzen und was ist damit möglich. Und dann starte ich mal das Video jetzt.
So, das war mal in Bewegung, mal zu sehen, wie so ein System in einer Anlage eingesetzt werden kann. Ich habe auch noch einen anderen Use Case mitgebracht, dass zum Beispiel hier an dem Roboterarm sitzt ein Drucksensor, der ist über eine Bridge verbunden und überwacht, ob ich meine Objekte aufnehmen kann. Hier ist ein Master platziert, der empfängt die Daten zum Beispiel von einer Smart Light hier oben, wo mit einer Bridge angeschlossen ist und einfach über die ganze Anlage verteilt. Und ich muss keine Kabel mehr hin und her ziehen, sondern ich habe mein Wireless Master zentral platziert und kann damit alles ansprechen. Und auch hier sind noch Hubs auch noch platziert, die auch ihre Daten an den Wireless Master weitergeben. Das nächste Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel hier so eine Spannvorrichtung. Da kann ich über IO-Link Wireless meine Drücke überwachen. Ich habe hier einen Hub noch, wo Sensorik dran sitzt. Und diese Palette ist über ja, einen induktiven Kontakt verbunden und hat Strom. Und die Datenübertragung erfolgt wireless. Auch der Roboter. Die Sensorik von dem Roboter ist angeschlossen und überträgt die Daten an den Master und der überträgt die weiter an die Steuerung. So, dann wäre ich damit am Ende meiner Präsentation und ja, ich würde mich über Fragen freuen und versuche die gerne zu beantworten. Ja, Michael, vielen Dank für deine Präsentation. Es sind auch schon einige Fragen reingekommen. Ich fange gleich direkt mit der ersten an. Fragen Okay. Zuschauer, wie deterministisch ist das System? Können damit harte Echtzeitanforderungen erfüllt werden? Ja, also IO-Link ist in der Tat echtzeitfähig. Also das ist jetzt kein Problem. Ich muss Kurze, halt meine knackige Antwort. Zykluszeiten anschauen. Ja, es kommt halt immer darauf an, was will ich damit machen. Also je nachdem, wie viele Daten ich halt übertragen will, wird meine Zykluszeit natürlich länger, aber prinzipiell ist es eine Echtzeitübertragung, ja. Wie sieht denn das, die nächste Frage ist, wie sieht es mit dem Thema Security aus? Wie kann ein Abgriff der Daten durch Dritte verhindert werden? Naja, das ist im Endeffekt ist ja die Frage, was macht irgendjemand, der hier Daten abgreift? Was fängt er damit an? Das sind ja reine Sensordaten, also Schaltdaten. Das sind ja jetzt keine ja, Informationen dabei, die ich jetzt großartig sichern müsste. Also das ist nahe, wenn ich in der Steuerung ja, Signale übertrage oder irgendwas, dann ja. Aber in dem Fall ist halt die Frage, was ist der Nutzen der Daten, die ich da bekomme? Und das ist, glaube ich, nicht so hoch, der Nutzen. Okay, dann gehen wir doch Ist nahtlos ja konnte. beim Kabel genauso. Ich kann ja auch bei einem Kabel einen Sniffer dazwischen hängen und habe ja genau das Gleiche. Also das ist jetzt. Okay. Aber wir haben noch viele weitere Fragen schon reinbekommen. Ich gehe mal direkt zur Ja. nächsten. Wie werden IO-Link-Devices mit dem Master gekoppelt, insbesondere wenn ich mehrere Master in der Nähe habe? Wie die IO-Link-Devices. Also die IO-Link-Devices werden über die Unique-ID mit einem Master verbunden. Und auch wenn ich die jetzt mehrere Master im Bereich habe, dann sind die ja trotzdem nur mit einem verbunden. Sonst müsste ich sie ja mit mehreren verbinden. Und somit ist eigentlich sichergestellt, dass sich ein Device immer nur mit dem Master verbindet, mit dem es auch gekoppelt ist. Also ich muss die natürlich pairen. Am Anfang, sonst funktioniert mein Setup nicht. Okay. Eigentlich ist einfach, ich sage mal, Konfigurationssache dann über die Tools. Ja, ich muss ja auch, wenn ich jetzt 40 Devices mit einem Master verbinden kann, muss ich ja auch irgendwo sicherstellen, dass ich auch die Devices identifizieren kann. Und somit funktioniert es über die Unique-ID und damit ist das Pairen relativ einfach und auch sicher, dass es nicht zu Verwechslungen kommt. Michael, die nächste Frage. Gibt es die Wireless Master auch für EtherCAT als Bussystem?
Nein, also aktuell ist es eine reine Profi-Net-Version. Es ist auch so, dass wir aktuell nur in Europa die Devices anbieten können, da wir nur eine Funkzulassung für Europa haben. Wir haben aber letzte Woche erfolgreich FCC und IEC bestanden. Das heißt, wir integrieren das jetzt noch in unsere, also müssen natürlich die Datenblätter, die Anleitungen und so noch anpassen und können dann die Geräte auch auf dem US-amerikanischen Markt und kanadischen Markt anbieten. Und wir arbeiten aktuell auch an einer Ethernet-IP-Version für den nordamerikanischen Markt. Und die wird auch im Q4 dieses Jahres fertig sein. Und somit können wir dann mit FCC, IEC, Ethernet, IP auch den amerikanischen Markt oder nordamerikanischen Markt mit unseren Geräten bedienen. Und für die Bridge und den Hub gelten natürlich die gleichen Zulassungen. Also das komplette System wird FCC, IEC Zulassungen haben. Die nächste Frage, die reinkommt, geht Richtung Errorrate. Die Packet Errorrate wurde gezeigt. Erhöht sich dieses skalierend mit der Entfernung, fragt ein Zuschauer. Nein. Also das ist ja, die Entfernung hat er damit jetzt mal nichts zu tun, sondern die Paketdatenfehlerrate sagt ja nur aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas ankommt oder nicht. Und das hat jetzt mit der reinen Entfernung nichts zu tun, weil die berechnet sich ja nicht über meine Sendeleistung, sondern rein über die Frequenzen, die ich benutze oder die ausfallen können. Eine Frage, die in die Richtung auch geht, die reinkam, heißt, sollten kritische Anwendungen gemieden werden bezüglich Übertragungsstörungen durch zu hohe Entfernung / Störsignale? Naja, es ist so, nee, muss man nicht, aber es ist wichtig, wenn man jetzt weiß, man hat irgendwelche anderen Quellen in der Nähe, die auch in diesem 2,4 GHz Frequenzband unterwegs sind, dass ich eine Funknetzplanung mache, natürlich in meiner Anlage. Und mit der Funknetzplanung kann ich dann über die Blacklisting-Funktion die Frequenzen, also von den 80 Stück rausnehmen, wo ich weiß, da kann es zu Überschneidungen kommen und somit habe ich da dann die ja, Sicherheit des Systems weiterhin sichergestellt. Dann die nächste Frage, die reinkam, genau. Gibt es Limitierungen gegenüber Wired IO-Link bezüglich Datenrate, Latenz etc.? Also fragt ein Zuschauer, ob es irgendwelche, sagen wir, Unterschiede gibt. Naja, also wir sind hier natürlich mit der Datenübertragungsrate, wir sind fest an die 5 Millisekunden ein Byte. Wenn ich jetzt natürlich hohe Datenraten übertragen will, dann bin ich mit einer Wired-Lösung natürlich besser unterwegs. Aber es ist jetzt hier auch nicht so, dass man jetzt sagt, wir wollen hier jetzt mit IO-Link Wireless unsere normalen Wired Master ersetzen oder sind hier irgendwo besser, sondern es ist eigentlich eher eine Ergänzung zu dem System. Also wo es natürlich Sinn macht, weiterhin diese kabelgebundenen Lösungen einzusetzen, spricht da auch nichts dagegen. Aber wir bieten jetzt einfach hier eine neue Komponente an, können das System um diese Komponente Wireless erweitern. Und haben damit in vielen Anwendungen, wo ja, problematisch sind mit Kabeln, einfach auch nochmal jetzt was zur Verfügung, was wir dem Kunden an die Hand geben können und der erfolgreich einsetzen kann. Und einfach auch ja, Applikationen und Anwendungen lösen, die bisher so nicht möglich waren. Ah, und da kommt eine schöne Klassikerfrage rein. Können Sie eine Kosteneinschätzung geben im Vergleich zu kabelgebundenem IO-Link? Das kommt jetzt ganz drauf an. Wenn ich jetzt natürlich nur ein Device mit so einem 5-Track-Master verbinde, sieht es natürlich relativ schlecht aus. Wenn ich aber mich Richtung 40 Devices bewege, dann sind wir da relativ gleich unterwegs. Also es kommt halt immer drauf an, wie viel schließe ich an. Weil wenn ich einen Standard-Master, da brauche ich dann mehrere davon. Somit erhöht sich da meine Summe. Klar ist aktuell der Masterpreis höher, wie jetzt bei einem ja, normalen Standard kabelgebundenen Master. Ich denke, das wird sich dann aber auch relativieren, wenn dann Ein-Track- oder Zwei-Track-Lösungen am Markt verfügbar sind. Prinzipiell wird's relativ ähnlich sein. Also das wird nicht teurer, wird nicht günstiger. Sind halt einfach andere Anwendungsfälle.
Michael, du hast schon ein bisschen die Anwendungsszenarien gezeigt, auch ein paar Use Cases, aber kommen noch Fragen rein von Zuschauern relativ am Anfang schon. Empfehlen Sie Wireless IO-Link für spezielle Anwendungen beziehungsweise wann nicht? Wann nicht? Ja, man kann es eigentlich überall einsetzen, wo ich Strom hinbekomme. Also wenn ich jetzt natürlich auch ein Problem habe, Strom hinzubekommen, und dann wird es irgendwann schwierig. Aber prinzipiell Hochgeschwindigkeitsanwendungen, gerade Robotik oder so, wo ich relativ hohe Verfahrgeschwindigkeiten habe, wo meine Kabel mit Schleppketten relativ anfällig sind oder ich ja auch von der Drehbarkeit oder so Einschränkungen habe, ist es ja normalerweise kein Thema, über irgendwelche Schleifringe Strom hinzubekommen. Und da kann ich natürlich an meinem Roboterkopf Hubs platzieren und die Sensoren dann so wie ich es brauche. Und das sind auch die Anwendungen, wo auch schon bei Kunden realisiert worden sind. Oder Wechselpaletten oder Wechselwerkzeuge. Ich habe auf meinem Wechselwerkzeug einfach eine Sensorüberwachung drauf. Ich schließe es einfach nur nachher an, beziehungsweise hole mir das. Meine Datenübertragung erfolgt wireless. Und meine Stromversorgung zum Beispiel induktiv oder ja über einen Schleifkontakt. Auch eine Frage, die in Richtung Anwendung geht, ist, fragt ein Zuschauer, ist IO-Link Wireless eine günstige Möglichkeit, alte Maschinen mit Sensoren retro zu fitten? Ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, es ist im Normalfall kein Problem, Strom irgendwo abzugreifen. Ich muss keine Datenleitung ziehen. Ich kann hier relativ minimalinvasiv ja, Komponenten erweitern. Brauche natürlich die Steuerung, wo ich dann mein Master hinsetze, aber ich verspare mir sehr viel nachträglichen Verkabelungsaufwand. Oder ich muss auch keine Kabel in volle Kabelkanäle oder Durchführungen oder so reinziehen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil von diesem System, dass es auch für die Nachrüstung sehr kostengünstig möglich ist, ohne großen Aufwand. Dann kommt noch eine Frage rein. Ist immer eine Wireless Bridge notwendig oder gibt es von Balluf auch Sensoren mit nativen Wireless Connect? Nein, aktuell noch nicht. Also es ist natürlich hier schwierig, wenn man die Sensorpalette anschaut, wo packe ich das rein, mit was fange ich an? Und deswegen ist jetzt einfach die Bridge, das ist so wie bei IO-Link am Anfang auch. Da hat man auch mit Signalkonvertern gearbeitet. Das wird jetzt immer weniger, weil es viel mehr Sensorik gibt. Es hat in manchen Anwendungsbereichen benutzt man es immer noch, und so ist es mit der Bridge hier auch. Also die Bridge ist jetzt erstmal ein Enabler, dass ich wirklich einfach jegliche IO-Link-Sensorik und Aktorik verbinden kann. Aber in Zukunft werden wir natürlich auch an IO-Link-Sensoren arbeiten und diese Elektronik dann oder den Funkchip dann auch in den Sensor reinpacken. Klar. Aber aktuell noch nicht, ne? Also spannend, das steht quasi auf eurer Roadmap, dass das künftig immer mehr auch einzieht. Ja, man muss ja jetzt auch mal sehen, das ist ja jetzt gerade erst der Anfang. Also IO-Link hat ja auch ein paar Jahre gebraucht, bis man jetzt dort ist, wo man jetzt ist, dass man diese große Bandbreite hat. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich packe das jetzt in jeden Sensor rein. Das ist ja dann Entwicklungskapazitäten und alles. Ja, also da wird noch einiges kommen, ist natürlich geplant, aber man muss erstmal die Technologie, glaube ich, einsetzen und ja, somit, man hat ja aktuell die Möglichkeit. Man muss halt über diesen Umweg Bridge gehen. Ja. Okay. Eine Frage kriegen wir noch rein in der Zeit, und zwar, fragen Zuschauer, ändert sich durch die Wireless Bridge etwas an der IODD des IO-Link-Sensors, beziehungsweise müssen Konfigurationstools angepasst werden? Nein. Also, es ist so, die Bridge hat zwar eine eigene IODD. Das ist aber nur dafür da, dass ich jetzt Übertragungsqualität oder Signalqualität mir anzeigen lassen kann. Aber prinzipiell ist es einfach nur the man in the middle, wo diese Übertragung wireless hinbekommt. Ich bind trotzdem meine Sensor IODD nachher in den Master ein und habe meine ganz normale Funktionalität. Also das ist jetzt nicht, dass da jetzt irgendwelche Signale geändert werden würden oder so, sondern ganz normal meine arg-zyklischen und zyklischen Dienste sind
ganz normal verfügbar, wie auch gewohnt bisher. Und das ist ja der große Vorteil von diesem System, dass wir jetzt hier nicht was komplett neu erfinden, sondern wir nehmen das bestehende IO-Link und machen die Datenübertragung hier wireless und haben somit einen Mehrwert für den Kunden. Mhm. Wunderbar. Liebe Zuschauer, wenn Sie weiter Fragen an den Michael haben, die Kontaktdaten sind eingeblendet. Auch unterhalb des Videoframes finden Sie Kontaktdaten, um Kontakt mit Ballhof aufzunehmen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Michael, auch vielen Dank für deine Einblicke, die du gegeben hast. Ich bedanke mich auch. Und dann sage ich auf Wiedersehen und einen schönen Tag weiter. Danke gleichfalls. Tschüss.